Morgen kommen wieder neue Filme für dich ins Kino. Welche sind besonders spannend und heiß? Schauen wir gerade an nach Future Islands Before the Bridge. Virus, Virus. Tina! 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 Tina, findest du nicht auch? Hey, Tina! Hä? Hä? So hat sie immer reagiert, Tina, wenn ich sie in Laax in der Skiferie gefragt habe zu irgendetwas, weil sie ist mit der Nase tief vertieft gsi im Buch vom Stieg Larsen. Mit dem wunderbaren Titel «The Girl with the Dragon Tattoo». Wirklich die ganze Zeit, egal wo wir alle sind, ins Restaurant oder irgendwie vor dem Einschlafen, immer ist sie in diesem Buch vertieft gsi. Und ich habe gefragt, was ist an diesem Buch so spannend? Dann sagt sie, ja, es ist noch brutal. Ja gut, wenn das Spannende daran ist, dass das Buch gut ist. Das ist nicht das Einzige, was toll soll sein am Buch «The Girl with the Dragon Tattoo» von Stieg Larsen. Hat sich schließlich auch 31 Millionen Mal verkauft. Du musst das mal auf der Zunge vergehen lassen. Und einen Film gibt es, davon hat mir Tina erzählt. Es ist aber so ein schwedischer und der ist nicht so gut. Jetzt hat aber Hollywood den Film mit Finger genommen. Virus. Neu im Kino. Hollywood kommt daher und macht aus «The Girl with the Dragon Tattoo» eine riesige Kiste mit Starbesetzung. Der Virus-Filmredakteur Sharon Brunner. Das ist ja nichts Neues, dass Hollywood Filme aus dem Ausland nimmt und einfach neu macht. Nein, das ist wirklich nicht so. Das ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass Hollywood gerade einen Film neu gemacht hat. Warum das so ist, das hat damit zu tun, dass fremdsprachige Filme in Amerika überhaupt nicht laufen. Sobald ein Film nicht auf Englisch ist, läuft er nur gerade etwa in 10 oder 20 Kinos im ganzen Land. Und wenn es aber eine US-Produktion ist, dann wird er in über 2'500 Kinos gezeigt. Ja, und warum ist das so? Damit sind zu faul zum Untertitel lesen. Die faulen Hunde. «The Girl with a Dragon Tattoo» ist ein Phänomen. So viele Leute sind von dieser Geschichte begeistert. Wie erklärst du dir das? Ich habe das Gefühl, der Erfolg liegt in dieser Detektiv-Story, weil irgendwie jeder schaut gerne eine Geschichte und er kann herausfinden, wer ist der Mörder. Und das ist ja nicht etwas Neues. Also das gibt es ja schon seit dem Sherlock Holmes, dass das die Leute gerne haben. Mitzuraten, wer der Bösewicht ist, ein Rätselraten mit den Figuren im Film. Ja, und ob es sich jetzt lohnt, ins Kino zu gehen, diesen Film gut zu schauen, oder ob das Original vielleicht besser ist, also der Original-Kinofilm von Schweden, das klären wir gerade nachher. Vorher lassen wir jetzt einen Soundtrack rein. Und der hat niemand Geringes gemacht als der Trent Reznor. Trent Reznor kennst du vielleicht als Mastermind von Nine Inch Nails. Und in dem Song, den wir gerade hören, singt auch eine bekannte Frau mit, Frontfrau von Yeah Yeah Yeahs, Karen O. Der Song nennt sich Immigrant Song und klingt richtig fett. Voll Freude auf den Film The Girl with a Dragon Tattoo. Mehr dazu gerade das nächste Virus. Radio, aber richtig. Virus, Virus. Fick mich von hinten her, der ist ja hammergeil, gibt's gar nicht. Trent Reznor ist das gsi, kennst du ihn als Mastermind von Nine Inch Nails. Ich bin ja völlig aus dem Häuschen von dem Song, komm richtig schnaufen. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Nein, auf Facebook, auf der DRS-Virus-Seite, schreibt der Täuscher-Roman, der Soundtrack, der ist 1A. Was haltest du von der amerikanischen Version vom Film «The Girl with the Dragon Tattoo»? Ist ja eigentlich ein Buch vom schwedischen Autor Stieg Larsson, wo über 30 Millionen Mal verkauft worden ist. Der schwedische Film, der gibt es schon. Jetzt gibt es auch eine Hollywood-Version mit dem James-Bond-Schauspieler Daniel Craig. Und mit einer riesigen Promomaschinerie hinten dran. Also in den Kinos laufen ewig lange Trailer. Und ich frage mich mal den Filmredakteur Sharon Brunner, was erwartet dem jetzt ein, wenn man morgen ins Kino sitzt und den Film schaut? Eine Detektiv-Story par excellence. Inszeniert vom grandiosen Regisseur David Fincher. Und die Geschichte kannst du dir in etwa so vorstellen. Eine rebellische junge Hackerin trifft auf einen in Kritik geratenen Top-Journalist und zusammen tun sie einen Mord an einer jungen Frau untersuchen und geraten dabei in einen Strudel aus Gewalt und Intrigen. Ja, und wie gefällt dir jetzt die neue amerikanische Version von dieser Geschichte? Ich bin so ein bisschen zwiespältig. Mir hat der Look vom Film sehr gefallen, also die Millionen, die Hollywood in den Film investiert haben, die sind spürbar vorhanden. Weil der Film sieht wirklich fett aus. Nicht zuletzt natürlich auch wegen David Fincher seinem Können. Aber es ist die Geschichte, es ist ein bisschen an der Geschichte umgeschraubt worden. Und ein paar Sachen hat man geändert, wie zum Beispiel eben vor allem der Schluss. Und das geht in meinen Augen gar nicht. Für mich heisst es immer «Stick to the original».
Wer auf Detektivgeschichten steht, der wird seine Freude haben. Verfechter von der Originalvorlage sollten aber gewarnt sein. Ich vergebe 3,5 von 5 Punkten. Da ich den Film in der schwedischen Version noch nicht gesehen habe, weil ich zu faul bin zum Untertitel lesen, gehe ich wahrscheinlich amerikanisch schauen. «The Girl with a Dragon Heart» ab morgen in praktisch allen Kinos in der Schweiz. Und der Trailer dazu, sowie die Meinung noch etwas vertiefter vom Sharon Brunner, findest du wie immer auf virus.ch. Darüber diskutieren, ob die neue Version jetzt schlechter oder besser ist, blablabla, kannst du wie immer auf unserer Facebook-Seite von dir ein Virus. Für dich gibt es jetzt Massive Attack 3D und Vermona. In 2 Minuten ist es 3:30 Uhr. Du hörst Virus. Radio, aber richtig.